Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Yo, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir das Gespräch hinkriegen. Wir springen einfach hier runter. So, und dann sind wir nämlich hier unten, nämlich hier, ne? Wisst ihr, wo wir die Orks schon umgelegt haben? Und jetzt sollte der uns eigentlich entgegenkommen. Da oben hier steht er. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sauber. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, cool. Kommst du jetzt mit wieder? Oder bist du jetzt angebackt hier? Ne, er kommt jetzt wieder mit uns mit. Sehr gut. Wir haben eine neue Waffe, auch sehr gut. Also haben wir ein bisschen mehr Schaden. Lebensenergie-Bonus. Ja, komm, ich futter mal so einen Mondschatten. Nachtschatten. Kommen auch noch zwei rein. So, ja komm, ich will jetzt auch volles Leben, aber ich will jetzt nicht für ein bisschen Lebensenergie noch so eine gute Pflanze benutzen. So, speichern. Sind wir jetzt 42? Sind wir, dann machen wir auch 42 als Speicherstand auf. Puh, dieser Dungeon, der ist echt eine Nummer. Eine zweite Hälfte, ja. Ja, wir müssen jetzt anscheinend hier weiter. Iberion kommt ja jetzt mit. Iberion, wie heißt der? Der heißt ja nicht Iberion. Lucor. Ich werde eh sagen Iberion. Für mich ist das Iberion. Dann wird der auch so heißen, auch in Zukunft. Puh, jetzt hier. Hoffentlich können wir mit der Waffe den Ork besiegen. Weil wir jetzt ein bisschen mehr Reichweite haben. Komm schon, du Penner. Hallo, hier bin ich. Komm rüber zu mir. Du kriegst ein dunkles Bier. Gut, da kommt er an. Ich gehe jetzt hier ein bisschen rein, weil dann kann er nicht so links-rechts laufen. Und wenn jetzt dieser Lucor... Scheiße! Kerlo-Kiste. Es ist schon mal ganz gut hier drin. Hier muss ich den noch reinziehen. Und das Gute ist, unsere Waffe ist länger. Das Blöde ist, der Lucor nervt so heftig, weil wir einfach den Fokus nicht auf diesen Penner drauf kriegen. Und dadurch... Dadurch kommt er jetzt da hinten. Vor allem die da an der Seite kommen jetzt. Nein, jetzt kommen so viele. Scheiße. Mama. Dadurch können wir den Fokus auf den Ork nicht so gut setzen. Gut, jetzt haben wir den hinter vor uns. Gut, gut, komm. Wo ist der Mongo? Oh, er ist nicht losgelaufen. So, jetzt kommt er. Jetzt machen wir das wieder so. Wir müssen den hinter uns ziehen. Boah, der Ork ist so schnell, ne? Leute. Nein! Scheiße, das war so knapp. Habt ihr den Damage gesehen, den wir gemacht haben? Mega gut. Aber dann hat er uns noch einmal erwischt. Komm, komm, plansch, planschi. Go, kämpfen und siegen, wir machen den Mongo platt. Boah, wenn der Iberion nicht so nutzlos wäre, das ärgert mich echt. Ich glaube, das ist eher ein Bug, als dass das jetzt hier, ne, dass der uns nicht hilft. Manno, ich hasse dieses Ausweichen von denen. Mann, das nervt mich so sehr, Mama. Ja, bei dem funktioniert das auch nicht, dass wir Schlag für Schlag machen. Also das, was bei den anderen funktioniert, ihr wisst das hier. Weil das zu langsam ist. Okay, ich muss es so versuchen. Ich muss es so versuchen, dass ich ganz lange dazwischen Zeit lasse. Weil wenn ich, wie bei den anderen Orks, Schlag für Schlag nur mache, dann, ist das zu langsam. Dann trifft er uns in der Zwischenzeit. Puh, ich lass mich auch immer trollen von denen. Ist so behindert, ist dieser Ball. Meine Güte, ey, dieser Ball, der nervt mich so heftig, ne? Boah, das ist so unglaublich, wie der mich nervt. Ich habe kein Problem damit, dass jetzt ein starker Gegner da ist, den ich jetzt nicht besiegt bekomme oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn diese dumme Penner... Wurst.
nicht erstens den Fokus immer auf sich zieht, sodass wir den Ork von dem Ork erstmal instant eins in die Fresse bekommen. Und dann uns erst hilft, wenn wir tot sind. Das verstehe ich nicht. Das muss ein Bug sein, dass der uns nicht hilft. Eigentlich ist es ja so, wenn die NPCs dabei sind, dass die direkt draufgehen. Ah, fuck. Scheiße, Mann. Das nervt mich so heftig gerade. Es tut mir leid, dass ich vielleicht jetzt auch ein bisschen genervt klinge dabei. Aber es ist einfach, dieser NPC nervt mich so sehr. Das mit dem ist nicht das Problem. Den kriegen wir ja besiegt. Müsste man halt nur ein bisschen öfter halt ran. Aber das mit dem Baal, dass der den nicht angreift oder einfach uns nicht nerven würde. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hinlaufe. Jawohl, ich bin weit genug weggelaufen. Nein, ich bin so schlecht. Ich hasse mein Leben, ich bin so schlecht. Wir müssen nochmal hinlaufen, weil da verliert er die Agro. Mano, ich bin so schlecht. Aber habt ihr mal gesehen, wie schnell dieser Mongo zuschlägt? Das ist ja echt abartig. Vor allem mit diesem Damage. Lol, da kommt er. Den Damage, den der macht, der schlägt uns ja, sag ich mal, wirklich drei Schläge Leben weg. Und der schlägt aber auch so einen Dreierschlag direkt hintereinander, ne? Also das ist schon heftig fies, was die da gemacht haben. Ja, wir haben es geschafft. Boah, ich bin so glücklich gerade. Es tut mir leid, dass wir jetzt so oft gestorben sind. Was hat der denn für eine Waffe, bitte? Krusch Urok 55 Damage. Ist klar, meine lieben Gothic-Leute. Boah, ich hoffe, das war jetzt erstmal der erste Elite. Also, das war ja noch niemals ein Elite, Leute. Ich muss sagen, es gibt auch noch Elite-Orks. Das war jetzt erstmal nur ein normaler Ork, also ein Ork-Krieger. Ich will nicht wissen, wie es gegen Elite aussehen soll. Aber 300 Erfahrung, warum fresse ich eigentlich die Pilze hier? So, Sklavenbrot. Zack, rein damit. Speichern, so sehr speichern. Oh, oh, Mann, no Meter, meine Fritte. Puh, ist der stark gewesen, ey, heftig. Puh, ja, und du hängst natürlich hier fest, du Vollpfosten. Ey. Hasse Iberion. Nee, ist nicht Iberion. Ja, ist. Oh, ich hasse diesen NPC. Guck mal. Ey, das will einen mich doch verarschen. Hier laufen richtige Gegner rum. Und mein Fokus hat nichts Besseres zu tun, als diesen kleinen Mongo immer zu fokussieren. Guck mal, wie viel Leben wir jetzt an diesen beiden Affen verloren haben. Wenigstens bin ich gestorben. Boah, das ist aber echt. Ich kann mir nur vorstellen, also, das war früher hundertprozentig nicht. Sonst hätte ich bestimmt früher mal durch den Bildschirm geschlagen beim damals, so, wenn dieser Lucor so nutzlos wäre. Und vor allem dann nicht mal nutzlos, wenn er nur rumstehen würde oder draußen geblieben wäre, dann hätten wir das ja hier machen können. Aber der steht einfach richtig heftig im Weg. Naja, Flame bringt nichts. Möcheln bringt hier nur was. Boah, wie viel Erfahrung brauchen wir fürs nächste Level? 3000 nur noch. Die haben wir ja gleich auch schon wieder zusammen. Ich gehe mal eben hier rechts an die Seite und guck mal den Gang runter. Ist da noch was? Ja, da hinten ist noch einer. Ah ja, komm, Attacke. Da hinten ist auch noch einer. Soll der Geiz, hoffentlich kommt jetzt nicht noch ein Krieger. So, den haben wir. Dann machen wir den jetzt auch noch eben. Ist noch irgendwo einer? Ne, gut, dann können wir von denen die Sachen nehmen. Zack, die können wir gut verkaufen, die geben mir wieder Gold. Also Erz, ne? Wenn ich Gold sage, meine ich Erz. So, die erste Tür ist hier vorne links. Dieser Ort, ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier, ach, vergiss das. Es ist bestimmt nur Einbildung. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen.
Okay, Chefchen, wir vor allem, du hast deine Hände im Sack hängen, ne? Und ich darf hier die Arbeit machen und dann triggerst du auch noch meinen Fokus. Naja, aber da oben geht's auch noch überall weiter, also. Oh, tief durchatmen, Planschi. Trink dir noch ein Energy-Drink am besten. Ja, Sklavenbrot sammle ich auf, weil die geben 15 Lebensenergie. Das sind nicht nur diese Gammelpilze. Da sollten wir schon einpacken. Hier ist nichts. Vielleicht brauchen wir jetzt nochmal einen Schalter, der irgendwo versteckt ist. Aber es sieht eher aus, als wenn wir hier geradeaus durch müssten. Ich schmeiß mal eben nochmal eine Fackel rein, auch wenn die wieder verschwendet ist wahrscheinlich. Wir haben ja noch 28 richtige Fackeln und die, die hier an sind, die brauchen wir eh nicht mehr. Ah, hier ist nichts, okay. So. Ich hänge hier gerade drin mega fest, okay. Geht wieder. Hier hoch vielleicht? Ja. Ansonsten, weil es sieht da oben so aus, als wenn es da noch weiter geht. Ich muss hier hoch, 100 pro. Nur habe ich gerade nicht die richtige Stelle zum Springen gefunden. Komm hier mal auf die Platte. Auch wenn er da nicht mitkommt. Ich will mal eben rein aus Interesse schon wissen, ob es hier weitergeht oder nicht. Also wir kommen hier hoch. Und hier oben ist ja noch was. Warum sollten die das hier oben hin programmieren, wenn hier wirklich nichts ist? So, ich speichere mal eben. Machen wir mal einen 43er hier auf. Ein 43er mit Milch. Hätte ich jetzt gerne. So. Hier oben ist auch nichts. Der Ecke. Gut. Wo könnte die andere Hälfte von dem Pergament sein? Geh mal hierher. Da hinten ist noch Licht. Die ganzen Dinger sind hier nämlich zu, aber hier ist auch offen. Hier sieht so aus wie so eine Opferstätte. Aber hier ist auch nichts. Wenigstens mal nicht verschlossen. Weil das verschlossen ja irgendwo, vielleicht ist noch ein Knopf. Ich muss mal die Augen aufhalten, vielleicht ist hier irgendwo ein Knopf. Und hier ist auch verschlossen. Okay, dann war hier oben nichts. Ich guck noch mal eben einmal drüber, bevor ich runterkletter. Nicht, dass hier irgendwo ein Knopf ist. Der Weg hier in der Mitte. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Okay, dann springen wir jetzt hier wieder runter. Hier ist auch nichts Knopfartiges irgendwo an der Ecke dran oder so. Es muss hier noch ein Weg weitergehen irgendwo. So, haben wir hier noch irgendwo was. Ich gucke in den Ecken nochmal die Wände ab, weil hier das ja alles mit so dicken Steinen verschlossen. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Hier ist eine Tür. Kannst du mir erzählen, was du willst. Hier ist 100 pro eine. Wo ist der Schalter dafür? Orkspeer, hier mal an die Dinger dran. Kann ich auch nichts drücken. So, hier muss irgendwo ein Schalter sein, weil das ist ja 100 pro eine Tür, aber hier in der Ecke ist auch nichts. Hier irgendwo ein Knöpfchen. Ich drücke mal ein bisschen. Nee, sieht nicht. Also ich drücke immer mal zwischen. Ich hänge, also. Als wenn hier was wäre, okay. Dachte, da wäre irgendwo was, weil er sich so komisch angefangen hat zu bewegen. So, hier an den Dingern auch nicht. So, hier auch nicht. Hier drin. Vielleicht der Schalter ganz außen, aber das fände ich schon echt abartig, wenn der ganz oben, den wir mal gedrückt hatten, wenn der dafür zuständig wäre. Wo ist denn jetzt Iberion? Oder. Ne, jetzt auch nicht, ich hab den verloren. Wo ist der Mongo? Oh, die NPCs, ey, die sind echt, ja klar, müssen wir aber auch dran denken, man muss einfach dran denken, dass das erste, wie alt das Spiel ist und hier ist noch nicht so mit ausgeklügelten NPCs. Ich suche den mal eben kurz, weil ansonsten, wenn er jetzt nicht mehr hier ist, dann lade ich eben neu. Hier kann ich nicht hüpfen, tut mir leid, hier aber wieder. Wartet der hier in der Mitte? Da ist er, gut, er ist hier. Wenn wir hier irgendwo noch was klicken, ne, ne? Ich laufe hier mal ein bisschen klickenderweise rum. Ah, ich will jetzt auch die Folge nicht Schluss machen, weil die doch arg kurz wäre dann. Gucken noch mal eben einmal hier in die Stollen rein hier unten.
Und dann mache ich halt die Folge gleich doch Schluss. Lieber eine kurze Folge, finde ich persönlich, als eine, wo ich jetzt 10 Minuten sammle und dann doch nichts finde. Kann ich eher eben gucken, wie es weitergeht. Dann google ich danach eben, das ist ja, wie gesagt, wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Höllenpilze, die sammeln wir nicht ein. Die geben... Ah. Da haben wir schon mal noch einen Schalter gefunden. Toll, kommen wir hier rein. Kuschpack. Pergamenthälfte. Sauber. Nice, hat sich doch gelohnt. Sauber, sauber, sauber. Gut, dann, ja, super. Dann können, brauchen wir die Folge auch nicht extra machen. Und ich muss danach googeln und dann, die liegt da. Ja, eine Sekunde später dann gefunden. So, sauber. Plansch hat doch zum, hat ja nicht umsonst eine Brille, ne? Sauber. Sehr schön. Mal gucken, was der Alte jetzt sagt dazu. Ob er uns ein Sternchen in unserer Fleißheft klebt. Speichern wir eben auf 42. Hi. Den Streit vergessen wir, okay? Streit? Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Kann ich nochmal zurück? Ich hänge irgendwie jetzt da, so jetzt im Menü fest. So, was hat er denn? Wir haben die beiden Hälften, können nicht. Ja, warte nochmal. Als wir, also hier, ich lese mal da, zweitletzte Zeile. Als wir einen großen, rechteckigen Säulenhalle betraten, fühlte Guru irgendwie etwas. Er war sich allerdings nicht sicher. Wir haben zwei Hälften einer orkischen Zauberspruchrolle gefunden. Doch Lukor kann sie nicht übersetzen. Wir werden weitersuchen. Ja, dann werden wir wohl weitersuchen. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. So viel dazu. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Was für ein gewisser Ort? Die große Halle vorhin kam mir sehr seltsam vor. Lass uns nochmal dorthin zurück. Ei, ei, Captain, ich speichere mal. Puh, wo teleportiert uns das Ding wohl hin? Keine Ahnung, ich bin echt aufgeregt. Aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. So, zack, hier rein. Puh, ja, dann, ne? War es halt das, dann hätten wir da unten in den beiden Seiten die Schriftrollen gefunden. So. Wann quatscht uns an, Kollege? Hängst du jetzt schon wieder irgendwo fest? Machst du doch gerne, oder? Irgendwo festhängen. Da kommt er. Boah. Naja, wie gesagt, das Spiel macht zu viel Spaß, als sich darüber aufzuregen. Also dafür den Spielspaß kaputt zu machen. So, aber jetzt gerade, ey, das hat mich schon echt aufgeregt, wo der da uns im Weg stand. Boah, Junge, ist das dein fucking Ernst? Du kleiner Mongo, ne? Oh, jetzt komm schon, Junge. Komm schon. Ich stell mich hier in die Mitte. Guck mal, da kommt er jetzt wieder angelaufen. Wie er jetzt anwatschelt. Weil er jetzt wirklich Nasenlänge vorn stehen muss, mit uns, um mit uns zu reden. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Wir lassen ihn jetzt einfach mal rumlaufen, der wird uns wahrscheinlich gleich wieder anquatschen, oder? Ich lauf einfach mal hinter ihm her dieses Mal. Guck mal, da ist doch die Tür. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Ja, ist klar, wir wieder, ne? Puh, ja, ist klar. Wir dürfen da jetzt durchteleportieren oder sowas. Ist ja kein Problem, Chefchen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.